So, und nachdem wir die Umkehrrelation hatten, wo wir aus einer Relation eine andere gebaut haben, kommt jetzt die Komposition, wo wir aus zwei Relationen eine dritte neue bauen. Komposition von Relationen. Was wir schon seit Ewigkeiten kennen, ist, Sie nehmen zwei Zahlen, x und y, und addieren die und dann kommt wieder eine neue Zahl raus. Sagen wir z oder wie immer wir das nennen wollen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, das nennt man eine Verknüpfung, das war ganz am Anfang. Ich mache aus zwei Zahlen eine neue durch irgendeine Form von Operation. Und wir haben jetzt schon gesehen, zum Beispiel in der Mengenlehre, dass man für solche Vorstellungen von Operationen nicht unbedingt Zahlen braucht. Wir haben ja solche Dinge gemacht wie a vereinigt mit b ergibt eine neue Menge, nämlich c. Also ich kann genau wie ich zwei Zahlen verknüpfen kann und dadurch eine neue Zahl erhalte, kann ich auch zwei Mengen verknüpfen und dadurch eine neue Menge erhalten. Und genau sowas werden wir jetzt mit Relationen machen. Ich nehme zwei Relationen und verknüpfe die, dafür werden wir dieses Zeichen hier benutzen. Und da kommt eine neue Relation raus, eine Verknüpfung von Relationen, die eine neue bietet. Und das ist, glaube ich, am Anfang ein bisschen schwierig. Ich fange mal erstmal mit einem Beispiel an. Also das Zeichen, was wir benutzen wollen, hatte ich ja eben schon gesagt, ist dieser kleine Kringel hier für Komposition. Was wir möchten, ist das Folgende. Wir schreiben uns mal zwei Beispiele hin für Relationen, ganz einfache. Das ist meine erste Relation, also das wäre jetzt hier mein R zum Beispiel. Das ist meine zweite Relation. Die hier, das wäre jetzt mein S. Und jetzt ist die Frage, wie kommt daraus eine neue Relation raus? Was passiert, wenn ich die beiden verknüpfe? Wie ist das gemeint? Gemeint ist das folgendermaßen. Ich stelle mir vor, und man fängt immer rechts an. Das muss man auch erst lernen, dass man diese Komposition von rechts nach links liest. Warum man das von rechts nach links liest, wird erst so in 2 bis 3 Wochen klar werden. Muss ich Sie jetzt ein bisschen vertrösten. Ich gucke mir im gewissen Sinne systematisch alle Paare hier rechts durch. Und schau jeweils auf die zweite Stelle, also in diesem Fall auf die 2 beim ersten Paar. Und gucke, ob ich diese Stelle, die hier steht, in dem anderen Paar, in der anderen Relation wiederfinden kann, und zwar da an der ersten Stelle, zum Beispiel hier. Ja? Wenn das der Fall ist, dann nehme ich hiervon das erste und hiervon das zweite und schreibe die hier hin. 1, 4. Also ich habe hier mir von dem ersten Paar die zweite Komponente ausgeguckt und habe geguckt, ob ich die zweite Komponente hier in der linken Menge irgendwo als erste Komponente finde. Und wenn ja, dann verbinde ich die anderen beiden Komponenten in der Reihenfolge hier anfangen, hier aufhören. Das ist das, was ich meine mit von rechts nach links lesen. Und das Gleiche hat einmal geklappt, das hindert mich aber nicht daran, mir die anderen auch noch anzugucken. Taucht die 2 vielleicht hier nochmal irgendwo als Anfang auf? Ja, die 2 taucht hier zum Beispiel nochmal auf. Darum mache ich das gleiche wie eben. Ich schreibe hin 1, 5. Also hierfür schreibe ich hin 1, 5. Jetzt habe ich die alle durchprobiert. Hiermit bin ich fertig. Und das gleiche, was ich hier eben mit dem ersten Paar gemacht habe, mache ich jetzt mit dem zweiten Paar. Also jetzt gucke ich mir von dem Ding hier die zweite Komponente an, die auch eine 2 ist. Und mache das gleiche Spielchen wieder. Ich gehe jetzt wieder alle hier vorne durch und gucke, ob ich die zweite Komponente hier als erste finde. Das ist dieselbe wie hier. Achten Sie drauf. Also finde ich hier jetzt auch wieder eine 2 und sage wie eben, dann füge ich die zusammen. 5, 4. Also schreibe ich hier hin 5, 4. Und das gehe ich auch systematisch weiter durch und sage, finde ich die 2 noch woanders? Ja, die 2 finde ich auch hier. Da ist auch wieder die Übereinstimmung. Dann habe ich hier 5, 5. Also das hier. Und das, was ich jetzt insgesamt gefunden habe, nachdem ich quasi im Geiste alle Möglichkeiten, die zu kombinieren, durchprobiert habe, das nennt man die Komposition dieser beiden Relationen. Ja? Aber da muss man sicherlich noch andere Beispiele sehen, um diesen Mechanismus wirklich zu verstehen.
Darum probieren wir das auch noch an anderen Beispielen durch. Was würden wir hier machen? Hier würden wir jetzt auch wieder anfangen mit dem ersten, was hier steht, 5,2. In der rechten Menge fangen wir mal an, gucken uns die letzte Komponente an und gucken, ob wir hier irgendwo eine 2 finden. Hier passt es nicht, hier steht 3 und nicht 2. Hier passt es auch nicht, hier steht 8, aber hier passt es. Hier habe ich sozusagen ein passendes Andockstück gefunden und kann das Paar 5, 7 hier finden. Also im Prinzip können Sie sich das so vorstellen, Sie versuchen einen Weg von hier nach hier zu finden über ein gemeinsames Verbindungsstück. Ja? Also das, was wir hier sehen, ist eigentlich, dieses gemeinsame Verbindungsstück sieht so aus. Ich habe hier gehabt mein Paar 5, 2 und hier habe ich gehabt mein Paar 2, 7 aus der anderen Menge und die klebe ich sozusagen zusammen an ihrer gemeinsamen Stelle. Diese gemeinsame Stelle 2 nehme ich raus und dadurch verschmelzen die und werden zu dem Paar 5, 7 hier. Was das Ganze nur am Anfang so ein bisschen schwer zu lesen macht, ist, wie ich schon sagte, dass wir von rechts nach links lesen. Dass wir diese Paare nehmen und sie verkehrt rum mit denen hier verkleben. Die Klebestelle ist rechts von dem und links von dem. Aber wenn man sich das klar macht, ist es eigentlich nicht mehr so schwer zu verstehen. Also zu der 5 habe ich nur dieses Gegenstück gefunden, zu dem 5-2er-Paar. Aber hier sind ja noch andere. Was ist mit 3-6? Wenn ich 3-6 mit irgendwas hier verkleben kann, dann muss ich irgendwas finden, was zu der 6 passt. Also irgendwas, was mit 6 anfängt. Hier nicht und hier auch nicht. Also hierzu passt gar nichts, das kann auch passieren. Es kann passieren, dass ich hier irgendwas stehen habe, zu dem ich gar nichts finde, dann kommt hier unten auch nichts hinzu. Und jetzt das letzte, hier habe ich 1, 8 stehen. Hier ist also die 8, das worum es geht. Und jetzt gehe ich wieder durch und gucke, finde ich hier irgendwas, was mit 8 anfängt? Das nicht, das aber schon. Also kriege ich 1, 1. Die beiden Paare, die ich verklebe, ist 1, 8, wird angedockt an 8, 1 und die Klebestelle wird entfernt. Darum füge ich hier hinzu 1, 1. Ja. Sie sehen auch, dass man bei dieser Komposition quasi das nicht an der Größe der Mengen erkennen kann, was da nachher rauskommt. Hier haben wir zwei Mengen gehabt, zwei Relationen, die jeweils nur zwei Paare hatten und haben nachher 4 neue Paare bekommen. Hier hatten wir zwei Relationen, die jeweils sogar 3 Paare hatten, haben aber nur 2 neue Paare rausbekommen. Ja? Das liegt immer daran, ob ich entsprechende Verbindungsstellen finden kann oder nicht. Wir können vielleicht mal ein ganz extremes Beispiel nehmen. Wir nehmen sowas wie 1, 5, 2, 5, 3, 6 und auf der anderen Seite bilden wir 5, 4, 4, 4 und 1, 6. Und jetzt versuchen wir wieder irgendwelche Paare zu bilden und ich will die jetzt nicht alle immer noch farbig hinmalen, aber hier müssten wir jetzt ja loslegen mit 5, 4. Also finde ich hier irgendwas, was zu der 4 passt? Nein, hier ist gar nichts, was zu der 4 passt. 4, 4, finde ich hier irgendwas, was zu der 4 passt? Habe ich ja eben gerade schon gemacht. Ich habe ja schon mal nach der 4 gesucht, gibt es nichts. Und 1, 6, da müsste ich irgendwas finden, was mit 6 anfängt, gibt es hier auch nicht. Hier gibt es zwar eins, was mit 6 aufhört, aber ich muss ja welche haben, die mit 6 anfangen. Also ist hier gar nichts, überhaupt nichts, was ich zusammenpacken kann. Darum ist die Komposition dieser beiden Relationen die leere Menge. Es gibt überhaupt kein Paar, was da reinkommt. Ja? Sie sollen das hier machen. 1, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 5. Und ich habe Ihnen hier schon so ein paar Vorschläge gemacht und Sie sollen jeweils sagen, gehört das dazu oder nicht, das Paar, was hier steht. Das einzige Paar, was in dieser Komposition drin ist, ist das Paar 2, 2. Weil Sie hier ja anfangen würden, 2, 4 passt irgendwas zu der 4. Nee, die 4 taucht hier gar nicht auf. 2, 5 passt irgendwas zu der 5, das Einzige, was passt, ist 5, 2, also haben Sie am Ende 2, 2. Das ist das Einzige, was geht. Was man aber hier auch gleich noch sehen kann, ist, wir haben hier die Menge, mit der wir angefangen haben, unser erstes Beispiel. Und wenn ich die so rum komponiere, dann kommt eine Relation raus, die nur ein einziges Paar hat. Wenn ich die aber andersrum komponiere, kommt was ganz anderes raus mit 4 Paaren. Also ist diese
Operation der Komposition nicht kommutativ. Ich kann das nicht einfach vertauschen. Ja? Das schreibe ich nochmal hin, wichtig. Wir haben gesehen, R Kulla S ist im Allgemeinen nicht dasselbe wie S Kulla R. Das kann natürlich in manchen Fällen mal so sein, aber ich kann nicht davon ausgehen, dass das wie zum Beispiel bei der Addition oder der Multiplikation immer so ist. Muss man vorsichtig sein. Nicht kommutativ. Womit wir uns hauptsächlich beschäftigen werden, ist dann allerdings was anderes. Wir werden uns hauptsächlich angucken, was passiert, wenn ich eine Relation mit sich selbst komponiere. Kann das auch irgendwas Interessantes ergeben? Gucken wir mal. Erstmal bleiben wir bei den einfachen Beispielen. Nehmen wir sowas wie 2, 5, 2, 6. Wenn ich das Ding mit sich selbst komponiere, dann habe ich hier 2, 5, 2, 6. Und was sehen wir da? Da kommt dann gar nichts raus. Ne? Hier müsste ja vorne eine 5 oder eine 6 zu finden sein, ist nicht da. Also kommt hier raus leere Relation. Aber das muss natürlich nicht immer so sein. Ich kann ja auch sowas haben wie, sagen wir mal, 2, 5 und 5, 3. Und wenn ich das jetzt mit sich selbst komponiere, 2, 5, 5, 3, dann müsste ich mal schauen, 2, 5, was könnte dazu passen? Fängt irgendwas mit 5 an? Ja, das hier. Also ist 2, 3 dabei. 5, 3 fängt irgendwas mit 3 an? Nein. Also ist das nur dieses eine Paar hier. Ja? Aber zumindest ist da überhaupt was rausgekommen. Es kommt also nicht immer die leere Menge raus. Und jetzt gehen wir mal über zu etwas Größeren. Ich fange mal an, vielleicht doch erst nochmal mit einem kleinen Beispiel mit der Identität. Die haben wir uns jetzt ja schon oft angeschaut. Was passiert denn, wenn ich sowas habe? Das ist die Identität auf der Menge 1, 2, 3, 4. Wenn ich die mit sich selbst komponiere, was kommt dann raus? Kommt die gleiche Sache wieder raus. Ne? 1, 1 passt genau zur 1, 1, 2, 2 genau zur 2, 2 und so weiter. Okay. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen was Schwierigeres. Dieses Ding, was wir uns schon öfter angeschaut haben heute. Jetzt wird das ja so ein bisschen schwerer, sich das vorzustellen. Also was kommt raus, wenn ich R Kulla R bilde? Wenn ich irgendein Paar hier links habe und ein Paar rechts, wie kann ich die verbinden und wann kann ich die verbinden? Und was kommt dann da raus? Also neue Relationen. Also das müssen Sie nicht sofort sehen, aber wir versuchen uns mal ranzutasten. Aber vielleicht haben Sie ja Vorschläge, was Sie meinen, was da auf jeden Fall drin ist, was da nicht drin ist. Sie haben hier rechts sowas stehen wie 1, 2 zum Beispiel. So. Nee, Sie könnten ja auch zum Beispiel 2, 7 nehmen. Es muss ja nur irgendwas sein, was mit 2 anfängt, ne? Ja. Dazu würde zum Beispiel 0, 1 passen. Zu dem hier würde 0, 1 passen. Nee, es muss ja hinten immer verklebt werden. Zu dem hier muss irgendwas mit der 2 passen. Nee, ich meine jetzt zu dem Beispiel von 1, 2. Da wäre ja 0, 1 ein Paar, was die Komposition bilden. Achso, dann muss ich es aber so rum hinschreiben. Wir müssen ja immer daran denken, dass wir so rum das immer geschrieben haben. 0, 1, 1, 2. So meinen Sie, genau. Ne? Ja. Das würde auch dazugehören. Also dieses Ding hier, wenn wir mal mit den beiden anfangen. 1, 2 gehört zu R dazu, 2, 7 gehört zu R dazu. Also gehört 1, 7 zu R, Kulla R. Ja? Und hier haben wir 0, 1 gehört zu R und 1, 2 gehört zu R. Also gehört 0, 2 zu
R, Cola R. Da sind jetzt in beiden Fällen wieder Dinge rausgekommen, die auch schon zu R gehörten. Vielleicht schreibe ich das mal wirklich mit dem kleiner Zeichen hin, dann wird das ein bisschen deutlicher. Bei den Beispielen, die wir eben hatten, haben wir zum Beispiel gehabt, 1 ist kleiner als 2 und 2 ist kleiner als 7. Und dann haben wir die zusammengezogen. Wenn Sie jetzt daran denken, dass wir die Reihenfolge umtauschen, dann steht hier doch eigentlich 1 ist kleiner als 2, 2 ist kleiner als 7. Und dies hier ist die Klebestelle, die ich wegnehme, sodass nachher übrig bleibt, 1 ist kleiner als 7. Ja, verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Also wieso diese Komposition eigentlich so gebaut ist, wie sie gebaut ist. Das gleiche Spielchen können Sie bei dem anderen auch machen. Hier hatten wir 0, 1 ist aus R, weil 0 kleiner als 1 ist. Und 1, 2 ist aus R, weil 1 kleiner als 2 ist. Und wenn Sie das wieder andersrum hinschreiben, dann steht hier 0 ist kleiner als 1, 1 ist kleiner als 2. Und dann streichen Sie die Stelle, an der die beiden verklebt werden, wieder raus. Und dann haben Sie 0 kleiner als 2 stehen. Ja? Das hier. Das bedeutet, wenn wir uns das mal überlegen, was hier eigentlich abläuft, wenn ich R, Cola, R bilde, dann kommen keine Paare raus, die vorher nicht auch schon da waren. Ja? Alle Paare, die ich durch diese Verbindung bekomme, sind welche, für die auch wieder gilt, dass das linke Ding kleiner als das rechte ist. Also das, was wir uns eben überlegt haben, wenn Sie mir da folgen, ist, dass R, Cola, R auf jeden Fall eine Teilmenge von R ist. Jedes Paar, was ich mir so zusammenbauen kann, muss vorher schon in R drin gewesen sein. Und ich behaupte jetzt sogar, dass es sogar umgekehrt der Fall ist. Jedes Paar XY, wo X kleiner als Y ist, kann ich auch so hinbekommen. Jedes Paar lässt sich durch so eine Komposition darstellen. Wieso ist das so? Das will ich Ihnen schnell noch sagen. Greifen Sie sich irgendwelche Zahlen raus, also nehmen Sie irgendwas, irgendein Paar XY aus R. Wieso ist dieses Paar aus R, Cola R? Denn das habe ich ja eben behauptet. Ich habe ja eben gesagt, dass nicht nur jedes von diesen Paaren hier drin ist, sondern auch umgekehrt. Das müsste ja bedeuten, ich kann so ein Zwischenstück finden.